Ich hab Angst, Mami. Ist das in Ordnung, dass ich Angst habe? Ich will hier raus. Ich werde richtig drin. Ostomina, hier ist wieder Nidofreak. Wir haben jetzt die Kraft vom Super-Abnehmen im Speedrun-Abnehmen. Und ja, wir hören keine Schritte, wenn ich so platt bin. Es ist im Prinzip 3D werden, ohne 3D zu werden, sondern sich einfach nur drehen, ohne in die 3D-Perspektive zu gehen. Also, wir drehen uns, ohne in die 3D-Pest, ohne die Dimension zu wechseln. So, jetzt habt ihr die Antwort. So. Wir können jetzt das hier, ich weiß nämlich nicht, wann die... Haha! Awesome. Ja, du darfst dich drehen. Bitte wechseln Sie die Seiten! So. Daher haben wir die 10.000 Euro... Euro, genau. Da haben wir die 10.000 Rubine bezahlt, um hier den Code einzugeben. Code eingeben. Was haben wir denn hier? 4, 1, 2, 6, 2, 8, 16. Bam! Zutritt gewährt. Jetzt gehen wir da rein und was kriegen wir? Ein Tresor. Du hast 1 Million Rubine erhalten. Das lese ich gerne. Toll, jetzt müssen wir mit dem Ding mitrennen. Auf geht's. Auf geht's. Schneller. Speedrun. Ich will meine Schulden bezahlen. Also ist es völlig wurscht, wir hätten uns auch 1 Million Rubine verdienen können, was Schwachsinn gewesen wäre. Aber wir hätten es machen können. Ich bin reich, dann der... Nicht singen, nicht mitsingen, so schön die Melodie auch ist. Schön, die ist einfach nur nervig, weil es einer der schlimmsten Areale ist, die es gibt. Oh Gott, ich glaube, ich weiß jetzt, was kommt. Wie gesagt, semi-blind, ich erinnere mich noch an gewisse Dinge. Ich habe Angst davor. Ach ja, danke, Elena, du hast mich dran erinnert an diese Sache, die habe ich verdrängt. Hallo? Ja? Die da bezahlen? Super, ich nehme dann mal all deine Rubine, ja? Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie Ihren Kredit abbezahlt haben. Vollständig? Was? Wie hast du genug Rubine verdient? Das war so nicht geplant. Nein, du hast meinen schönen Plan ruiniert. Jetzt dreht sie durch. Du Fiesling. Jetzt passiert etwas, was ich hasse. Oh, Kapitelende. Sie ist aber explodiert. Wir sind sie nicht los. So, so, dieses kleine Biest hat uns also alle eine Falle gestellt. Aber wer war das eigentlich? Ich mache mir Sorgen um Merlee. Wir müssen ihr helfen. Oh Gott, ich habe Angst. Wieso habe ich Angst? Ich habe es nie als so schlimm empfunden, aber... Komm, Niklas, ist nur ein Let's Play. Macht ihr keinen Kopf? Ja, das wird gut. Ist doch spaßig, sowas. Ihr habt euren Spaß. Aber wenn dieses Ereignis erstmal losgeht... Ja... Hätte ich am letzten Part noch reinquetschen können. Naja. Das seltsame Hausmädchen Mimi verschwand in einer Rauchwolke. Sie ist explodiert in alle Einzelteile. Was hatte sie vor und warum wollte sie Mario und seine Freunde versklaven? Nach diesem Zwischenfall bemerkte Peach eine Treppe nach unten. Ob Merlee dort unten ist? Fragten sich unsere Freunde mit sorgenvollen Mienen. Muss lesen lernen! Da es nur einen Weg gab, dies herauszufinden, stiegen sie die Treppe herab. Muss ich betonen, dass es nur einen Weg gab, dies herauszufinden. Mann ey. Oh, 2.4 schon. Das ging jetzt schnell. Ich glaube, das ist sogar der letzte Abschnitt. Oder ist es 2.5? Und da geht es sogar weiter. Konfrontation. Oh nein. Nein, es ist der Abschnitt. Es ist der Abschnitt. Das reine Herz ist nah. Hier unten spüre ich es viel stärker. Ah, yippie, hurra, zum Glück seid ihr jetzt endlich da. Ja,
bin Melee, kommt herein. Diese Villa, sie ist mein. Ich warte hier schon ziemlich lang. Mir war schon etwas Angst und Bang. Entschuldigt mich, ich bin in Eile, deswegen ich nur kurz verweile. Was Böses jagt mich durch das Haus. Ich bitte euch, holt mich hier raus. Im Keller sitze ich wie eine Maus. Und das in meinem eigenen Haus. Haus nennst du das? Das ist nicht mein Anwesen, das ist nicht meine Villa, das ist... Hoffentlich findet man sich bald. Nach 1500 Jahren ist es ziemlich kalt. Von jetzt an, seid stets auf der Hut. Vertraut auf nichts, ob böse, ob gut. Also auch auf dich. Nein, ich kann nicht bleiben hier. Meine Macht entgleitet mir. Ich bitte euch, rettet mich fix. Doch Vorsicht, sie kennt fiese Tricks. Nein. Sie ist weg. War diese Erscheinung wirklich Melee? Warum hat sie uns gebeten, vorsichtig zu sein? Ich will dich. Ich will dich. Ich breche dieses Let's Play ab. Ich werde kein Partner. Nein, natürlich nicht. Gott, wie ich diesen Abschnitt hasse. Gibt's bestimmt noch was. Also. Ja, ich habe was bekommen, was ich nicht brauche. Oh Leute, ihr müsst wissen, was jetzt gleich abgehen wird. Ich würde ja jetzt abspeichern und den Part für hier beenden, weil das gerade perfekt ist. Aber hallo, wir sind gerade mal bei knapp 7 Minuten. Und ui, war nicht meine Absicht. Weil jetzt wird etwas passieren, wo abspeichern ziemlich blöd ist. Es ist eher was, was man am Stück machen muss. Ich speichere ab und spiele weiter für euch. Bleibt mir nichts anderes übrig. Rechts oder links? Ich war schon immer sehr rechtsdenkend, denn ich bin Mario. Was steht denn hier? Raum 2. Ja, da kann man sich orientieren. Und hier haben wir schon mal drei weitere Türen. Gott. Gott, Leute. Oh. Scheiße. Zombie-Pilz. Toll, der ist jetzt für immer und ewig da unten, nicht Vollidiot. Egal. Jetzt schauen wir uns erstmal ein bisschen. Oh, was bist du? Wie besiege ich dich? Nein. Das ist Plato. Nein! Ui, Plato, du bist im Weg. Upsi, jetzt springe ich voll rein. Du, ja. Ein Glubsch, ja, aus Super Mario 64 noch, aber ich will wissen, wie man sie besiegt. Diese bizarren Gegner strafen dich mit ihrem bösen Blick. Sie können auch gar nichts anderes. Es schmeißt mit scharfen Blicken auf Gegner, die es erschwert. Keine deiner Attacken kann gegen einen Glubsch etwas ausrichten. Toll. Wechsle daher die Dimension und umrunde es immer und immer wieder. Ja, klar. Oh, 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 ich kann das nicht. Ich kann's nicht. Kann's nicht. Kommen wir von der Tür oder von der? Scheiß drauf, ich gehe jetzt in die rein. Ganz so viel KP hatte ich. Dieses. Da oben geht's weiter, ich seh's doch. Leute, wenn ihr wisst, was gleich hier abgeht. Toll. Weißt du was, der reicht doch schon der eine. Mehr brauche ich doch gar nicht. Anlauf. Nein, nein, nein. Als ob das so einfach wäre. Kommt herbei und tretet ein. Dank und Kusshand obendrein. Wie war das, vertraut niemanden? Seht nur, ich bin wieder da. Findet ihr das nicht wunderbar? Die Leute kommen von nah und fern und helfen tue ich immer gern.
Jetzt seid ihr hier, das macht mich froh. Hihi, haha, hohoho. Hi. Wir suchen das reine Herz. Aha, oha, und so. Das reine Herz für Mario und Co. Euch, das meine ich, ohne Schmerz, gebe ich gern das reine Herz. Doch umsonst zu geben, liegt mir fern. 10 Millionen Rubine hätte ich gern. Eine Unterschrift trennt euch vom Herzen, die Rubine könnt ihr doch verschmerzen. Ablehnen. Fehlen euch die Rubine eben, kann einen Kredit ich geben. Hier der Vertrag für den Betrag. Ablehnen. Okay, versüßen wir den Kauf. Ich lege noch etwas obendrauf. Unterschreibt nur hier und dann gilt's. Dazu kommt noch ein Megapilz. Hier den Vertrag für den Beitrag. Ablehnen. Junge, ihr verhandelt hart. Macht euch ein neues Pixel zart? Ist das nicht ein toller Deal? Wo bekommt ihr sonst so viel? Einen Namen schreibt schnell hin, dann macht ihr einen Traumgewinn. Nein. Denkt ihr etwa, dass ich lüge? Euch ganz fürchterlich betrüge? Das Angebot, das wird gleich nichtig. Das reine Herz, nicht wichtig. Ich hasse es jetzt, dass ich ablehnen werde. Ich hasse es jetzt. Ja klar, und jetzt sind wir bei 12 Minuten. Toll, genau jetzt. Genau jetzt. Leute, wir sehen uns im nächsten Part. Jetzt müsst ihr nämlich warten. Ich werde jetzt im nächsten Part ablehnen und dann geht's los. Verschrecken. Denn ich bin mir nicht sicher, zu 95%. Janne.